Die Szene München wird Ihnen präsentiert vom Citroën C4 Cactus und den Citroën Niederlassungen München. Citroën. Kreativtechnologie. Vaterfreuden von Matthias Schweighöfer, Fuck You Goethe mit Elias Mbarek und viele weitere Kinofilme würde es womöglich gar nicht geben, wenn es nicht den Filmfernsehfonds Bayern gäbe. Der fördert nämlich entsprechende Film- und Fernsehprojekte, aber auch Videospiele und Kinos, die sich sonst den neuesten Stand der Technik nicht leisten könnten. So konnte jetzt die Digitalisierung aller Kinos in Bayern abgeschlossen werden. Für all das hatte der FFF Bayern im vergangenen Jahr insgesamt gut 33 Millionen Euro zur Verfügung. Und die wurden offenbar mit dem richtigen Riecher eingesetzt. Denn 2014 haben mehr als 15 Millionen Zuschauer FFF-geförderte Filme gesehen. Im Restaurant Seerose in München hat der FFF nun einen Ausblick auf das neue Jahr vorgestellt. Elias Mbarek und Florian David Fitz waren auch da. Sebastian Betzel, Heiner Lauterbach und viele weitere. Vor allem aber, ganz überraschend, der schon dreimal mit einem Oscar ausgezeichnete Hollywood-Regisseur Oliver Stone. Drei Oscars, einmal Drehbuch, zweimal Regie für Platoon und Geboren am 4. Juli. Im Februar beginnt Oliver Stone mit der Produktion für einen Film über den politisch verfolgten Edward Snowden. Weil das Projekt vom Filmförderfonds Bayern unterstützt wird, war der Hollywood-Regisseur einer der Gäste beim Presselunch im Café Seerose, wo man traditionell zu den erfolgreichen Projekten des letzten Jahres gratuliert, aber auch über die Aufgaben für 2015 spricht. Oliver Stone beginnt bald in München mit seinen Dreharbeiten. Ich denke, es ist eine großartige Geschichte, sehr dramatisch und wichtig. Und ich bin stolz, sie zu erzählen. Florian David Fitz hat 2014 mit Hin und Weg einen großen Erfolg gefeiert. Ähnliches erhofft er sich auch in diesem Jahr. Florian, 2015, das ganze Jahr wird für dich ein einziger geiler Tag. Ja? Das ist ja fast wie ein permanenter Orgasmus. Ich glaube nicht, dass das angenehm ist. Aber der geilste Tag, das ist das Projekt, das du zusammen in diesem Jahr verwirklichen wirst mit Matthias Schweighöfer. Du machst auch Regie. Matthias Schweighöfer macht ja auch gern Regie. Was glaubst du, wie wird das enden? Es wird damit enden, dass er Regie macht. Nee, ich freue mich auch auf seine Ideen. Ich bin ja genauso. Wenn ich Schauspieler bin, dann rede ich auch immer ständig mit. Der Frauenschwarm kann schon konkret über seine Projekte für 2015 sprechen. Aber andere müssen üblicherweise Stillschweigen bewahren über ihre Pläne. Das ist ja immer so. Solange es nicht wirklich fix ist und angefangen wird, sind wir angehalten. Das ist ja, wird ja immer schlimmer, darüber Stillschweigen zu bewahren. Aber es sind schöne Projekte, habe ich in der Pipeline da. In der Pipeline hat Elias Mbarek Fuck You Goethe 2. Über 7 Millionen Kinobesucher hatte der erste Teil und vom zweiten verspricht man sich auch eine Menge. In erster Linie geht es darum, wieder Spaß bei den Dreharbeiten zu haben. Ein gutes Drehbuch haben wir und dann hoffe ich, dass das Ganze auf den Film überträgt und dass die Leute dann im Kino genauso viel Spaß wie am ersten Teil haben. Aber im Endeffekt, gemahnte Wiesen würde ich glaube ich nicht sagen. Ich glaube es schon. Auch jetzt eine Herausforderung, da wirklich eine Fortsetzung zu machen, die dem ersten Teil gerecht wird und wieder genauso viel Spaß macht. Außerdem kommt die Geschichte über den Hitler-Attentäter Georg Elser in die Kinos, der zweite Teil von Ostwind und ein weiterer Franz Eberhofer-Krimi. Schweinskopf al dente. Also das Schönste ist an dem Erfolg ist, dass wir jetzt Teil 3 drehen. Also dass das jetzt durch ist, dass wir Teil 3 diesen Sommer machen. Wieder mit der bekannten Crew und freue ich mich drauf. Besonders die Frauen werden es gerne hören, dass Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer in einem Film zu sehen sein werden. Es geht um zwei Jungs, die davon besessen sind, diesen selbigen zu finden. Die beide sich im Hospiz kennenlernen und sterben, aber auf die Idee kommen, sie könnten es ja irgendwie ganz anders machen. Sie müssen sich nicht hinlegen zum Sterben. In einem Hospiz. Es scheint mir, du bist so, oder du abonnierst dich ja selbst auf diese Art von Rollen, scheint mir. Es ist tatsächlich so ein bisschen ein Zufall gewesen. Die letzte Rolle des Hin und Weg, das kam tatsächlich nach der Idee von diesem Film hier. Und ich habe echt deswegen überlegt, ob ich den machen soll oder nicht. Weil da ging es ja auch um Todkranken. Aber der ist hier deutlich komödiantischer, weil die quasi ausnutzen, dass sie so viel Schulden aufnehmen können, wie sie wollen, weil sie müssen ja nie was zurückzahlen. Da sind sie lang tot.
bist im Fernsehen viel größer. Nee, andersrum, du bist im Fernsehen viel kleiner. Das ist ja Wahnsinn. Bitte? Ich bin total schockiert gerade. Weil im Fernsehen, da wirst du, ich weiß nicht, ist das Absicht, dass man dich da immer so ein bisschen von oben, so, da wirkst du so muckelig. Ja, schau mal, der Michi ist ja 3 Zentimeter größer als ich. Schau mal, wenn er sich zu mir runterbeugt, das ist wirklich niederschmetternd. Du hattest eine Frage, die habe ich jetzt vergessen. Ah nee, du hast sie gar nicht gestellt. Nee, noch nicht. Ich komme noch mal rein. Hallo. Tommy Krabbeis bringt am 2. April seine Fantasy-Geschichte Mara und der Feuerbringer ins Kino. Mit dem Christoph Maria Herbst, als Loki wohlgemerkt, dem nordisch-germanischen Gott, mit Jan-Josef Liefers und mit meiner Ex-Kollegin Esther Schweins. Und Heino Ferch macht einen Gastauftritt und es gibt noch ein sehr schönes Cameo von jemandem, den ich nicht sagen darf, der aber ganz große Füße hat. Normalerweise. Und das Ding heißt Mara und der Feuerbringer und handelt von einem 14-jährigen, schlecht gelaunten Mädchen, die keine kurze Arme hat wie Bernd, die Götterdämmerung aufhalten soll und überhaupt keinen Bock drauf hat. Zwar nicht ins Kino, aber auf die Computer bringt der Regisseur seine Figur Bernd das Brot. Bernd das Brot hat ein Computerspiel, das heißt Bernd das Brot und die Unmöglichen. Und da muss er natürlich die Welt retten und zwar in einem nicht luftdurchdringbaren Gummianzug, der so ein bisschen, Superheld-esk rüberkommt. Ja? Und wenn man schon einen Superhelden braucht, dann sollte man sich ein kurzarmiges, schlecht gelauntes Brot nehmen. Oder es vielleicht auch lassen. Ich wollte schon immer mal so jemanden kennenlernen, von dem man sich fragt, hör mal, wie sind, weil die auf sowas kommen, ein sprechendes Brot in einem luftdichten Gummianzug und sowas, ne? Und das wird an Kinder verkauft. Also man muss dazu, man kann dazu wissen, dass wir ursprünglich eine andere Figur für den Kika machen wollten, und zwar einen schlecht gelaunten Kaktus. Das ist tatsächlich wahr, der sollte immer seinen Topf überall mitschleppen müssen und er hat nur einen Arm, natürlich wie diese Kakteen, ja, und ist stachelig und schlecht gelaunt und so grau-grün und er wollte sich selbst vergessen, darum ist er zur Fremdenlegion gegangen und hatte deswegen auch so einen Käppi auf und dann ist uns einen Tag vor dem Termin beim Kika aufgefallen, dass es eine saudumme Idee ist, im deutschen Fernsehen eine grau-grüne, schlecht gelaunte Figur mit schnarrender Stimme ins Fernsehen zu bringen, die immer einen Arm hochhebt und eine Militärmütze aufhat. Dann gedacht, scheiße, wir haben einen Hitler-Kaktus erfunden, lass uns irgendwas anderes machen. Und dann kam Norm Köster, mein Miterfinder, der kam dann auf die Idee, der hat sich einen Brotkorb angeschaut, wir saßen da deprimiert in der Pizzeria, sagte, Brot ist lustig. 4 Besuchermillionäre, 1 Oscar, 415 Leinwände und ein Emmy. Das ist die Bilanz des FFF Bayern für 2014. Die Pläne für das Jahr 2015 versprechen auch wieder einiges.